1918 wurden jene Grundsteine gelegt, die bis heute die Fundamente des modernen Österreich darstellen. Der 90. Jahrestag der Gründung der Ersten Republik Österreich war Anlass, eine Ausstellung im Parlament zu gestalten. Magister Peter Fritz führt uns durch das Parlament. Zeitzeuginnen erzählen von ihren Erinnerungen und Dr. Elisabeth Büttner vom Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Universität Wien erklärt Hintergründe. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Parlament. 90 Jahre Republik Österreich waren also der Grund dafür, dass wir hier diese Ausstellung gemacht haben. Sehen wir also, wie diese Republik, die am 12. November 1918 gegründet worden ist, aussehen hätte sollen. Viele Teile, die wir heute kennen, sind noch nicht dabei. Das Burgenland zum Beispiel. Andererseits sind wieder Teile dabei, die heute nicht Teil von Österreich sind. Südtirol, die Untersteiermark oder Gebiete in der Tschechoslowakei. Dieses Staatsgebiet hätte also 10 Millionen Einwohner in etwa gehabt. Die Monarchie vorher hatte etwas über 50 Millionen Einwohner und danach das Staatsgebiet, das hier mit dem Staatsvertrag von Saint-Germain dann 1919 dann festgelegt wurde, hatte dann in etwa 6,5 Millionen Einwohner. Wir sehen also hier, dass also nicht nur 90 Jahre Republik etwas ist, das wir hier zeigen, sondern am Beginn dieser Republik stand auch etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat, nämlich das Frauenwahlrecht. Das heißt also, dass Frauen aktiv und passiv wahlberechtigt waren. Wir zeigen hier also die ersten Abgeordneten, die hier im neuen Nationalrat dann gesessen sind. Insgesamt waren es 10 Personen und die Anzahl der Frauen hat sich also hier nur sehr langsam gesteigert. Juli 1927 war ja eigentlich eine ganz besondere Masse, weil sie gar keine Anführer hatte. Normalerweise sagt man ja bei Massen immer, ja, das sei so eine amorphe Menge und die braucht unbedingt einen Führer. Und 1927 war das eben so, dass das eine Art offener und auch fast schon spontaner Massenbewegung war, die eben nicht durch eine Führerpersönlichkeit oder auch wenn es eine Frau gewesen wäre, zusammengehalten wurde, sondern durch ein ganz starkes Symbol und das war das Feuer. Die Frauen hatten eine wichtige Rolle, das stimmt, anders als man sich das sonst in politischen Bewegungen vorstellt, auch in den 20er Jahren, vor allem in der Zeit nach dem 15. Juli, weil es ging ja dann noch weiter die nächsten Tage und da waren eben auch in den Vorstädten vor allem Frauen und Jugendliche die Hauptagenten dieses Weitertragens dieser kleinen revolutionären Situation. Hier sehen wir also den Justizpalast Brandt und hier auch ausstellungsgestalterisch etwas, auf das ich hinweisen möchte. Man sieht also hier das Bild des Justizpalastes, der brennt, hier den Film dazu und in diesem Film dann auch Akten, die aus dem heraus geschmissen werden. Und diese Akten hier sehen wir hier dargestellt, die heute im österreichischen Staatsarchiv aufgearbeitet werden und noch bearbeitet werden. Ausstellungsgestalterisch dieser Zug vom Bild zum Film hin zum Objekt. Was bewirkt eine Demonstration, einen Massenaufstand oder eben eine Massenniederschlagung? Das heißt, es geht immer um die Frage, wie sind Zusammenhänge, wie sind Verhältnisse, wie sind Konstellationen organisiert und welche Kräfte wirken da ein? Und deswegen ist ja Politik oder ist Geschichte auch einerseits spannend, andererseits ob ihrer Komplexität manchmal auch für manche Studierende vielleicht etwas ermüdend oder zu aufwendig, weil es eben nichts ist, was man in Zahlen oder in Ereignissen lernen kann, sondern wo man wirklich sich hineinbewegen muss, was ist passiert, welche Bilder haben wir von dem, was passiert ist, lügen diese Bilder eigentlich, zeigen sie die eigentlichen Zusammenhänge oder vertuschen sie die eigentlichen Zusammenhänge. Also es gibt da so einen Begriff, der heißt Schlagbilder, das sind die Bilder, die uns heute ganz schnell in den Sinn kommen, wenn es um spezifische historische Ereignisse geht. Aber diese Schlagbilder muss man natürlich dann aufbrechen. Da muss man sagen, die müssen wir jetzt aufsprengen wie ein Mosaik, damit wir wirklich zu einem Moment kommen, wo wir wie ein Blitz von der Geschichte sozusagen getroffen werden, damit wir aus der Geschichte etwas verstehen. Und dann kann man auch aus der Geschichte etwas lernen. Am 4. März 1933 kommt es zu dieser Geschäftsordnungskrise im Parlament, im Nationalrat. Und die Sitzung sozusagen wird also nicht beendet. Zwei Wochen später, am 15. März 1933, gibt es einen neuerlichen Versuch, diese Sitzung fortzusetzen und die wird aber verhindert. Hier sehen wir also die zwei Polizisten, die hier vor den Eingängen hier sitzen zum Nationalrat und den Zutritt für die Abgeordneten verwehren. 1934, ja. Ich war damals 6 Jahre alt. Und da haben wir
Das, was ich da jetzt vom 34er Jahr, das kann ich eigentlich nur von Floridsdorf schildern, von der Gegend und Schlingerhof. Da haben sie in die Eisenbahnerhäuser, da wo wir eben gewohnt haben, wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe, da haben sie zwischen der Nordbahn und der Brünerstraße haben wir gewohnt. Das, also die Straßen, die Werndlgassen, war die, also eine Verbindung. Und da haben sie von der Brünerstraße haben sie durchgeschossen bis zum Bahnhof, bis zur Nordbahn. Und die von der Nord, was dort waren, das waren die Sozialdemokraten. Nicht? Die haben wieder zurückgeschossen zu denen auf die Brünerstraße. Und da ist wir sind halt dazwischen gewesen. Nicht? Und da habe ich nicht dann gesehen, wie die Schießerei vorbei war, dann haben sie die Männer geholt. Und da haben sie, sind alle auf der Straße dann gestanden, in der Werndlgasse, und Hände hoch, alle Altersstufen. Und ein besonders altes Mandel, das ist mir aufgefallen, der hat sich immer das Essen geholt, der war alleinstehend. Und der hat immer eine gekocht für ihn, eine Frau. Und die hat auf der anderen Seite gewohnt von der Straße. Und da ist der immer ums Essen hingegangen. Also hat sich sein Essen in so einem Menage-Schalen, hat er sich sein Essen geholt. Und da hat er das nicht recht begriffen oder was da los war. Jedenfalls ist er rausgegangen und hat sich sein Essen geholt von der Frau. Und wie er wieder zurück ist mit seinem Reinderl, dann hat er sich am Essen gleich dort hinstellen und Hände hoch. Da haben sie ihm auch mitgenommen. Wann er zurückgekommen ist, das weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber das sind so Ereignisse gewesen, die kann ich bis heute nicht vergessen. Wie mir meine Mutter geschwind aus dem Kindergarten geholt hat, bevor das losgegangen ist. Irgendwie im Untergrund hat man ja schon gewusst, da kommt was. Ne? Und da hat sie mich gerannt, hat mich geholt vom Kindergarten, hat noch geschwind ein Brot gekauft, dass wir was zum Essen haben. Da haben sie Einbrennsuppen, etwas anderes haben wir dann nicht gehabt. Ich hasse bis heute Einbrennsuppe. Ich mag es bis heute nicht. Und dann sind wir, wie dann die ganzen, der Schusswechsel schon vorbei war, nach den 3 Tagen, da sind immer noch die Soldaten patrouilliert auf der Brünerstraße, gell, im Gewehr. Ja. Und auf einmal ist irgendeiner ein Mann irgendwie bei, ja, und ich bin mit der Mama mitgegangen, um Milch kaufen. Halb Magermilch, halb Vollmilch. So hat man damals gelebt. Das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Das war halt billiger. Und ist irgendein bei uns in der Nähe ein Mann gewesen und hinter uns der Soldat, der schreit Hände hoch. Es hat den Mann hat das betroffen. Ne? Und meine Mutter mit samt Milchkandl hat die Hände in die Hände. Damals ist man noch mit Milchkandl und Milch gegangen. Naja, das war 34. 4 Jahre später war dann so, war es dann ja so weit, dass dann die Deutschen einmarschiert sind. Sie sind in Ungarn zur Welt gekommen und mit 16 Jahren dann nach Österreich. Ja, ich bin 1937 nach Österreich gekommen und lebe seither in Österreich. Wie war denn Ihr Leben so in dieser Zeit? Naja, der Lebensstandard war mittelmäßig. Ich konnte mir natürlich zusätzlich alles leisten. Also ich konnte mir Marken kaufen, Essensmarken. Und so ist das Leben eben weitergegangen. Mit der Partei hatte ich nichts zu tun, weil ich
38 in die Privatschule Weiß, also gegangen bin, und hatte ich, also ich war weder beim BDM noch bei einer anderen Institution. Wie haben Sie die politische Situation damals erlebt? Erinnern Sie sich da noch zurück? Ja, also es gab viele Tränen in der Schule, weil 3/4 der Schülerinnen waren Jüdinnen und die haben von ihren Erlebnissen berichtet, wie sie schikaniert wurden. Aber es hat sich dann langsam aufgelöst, weil die Eltern von diesen Schülerinnen sind in das Ausland emigriert. War es damals noch leicht, ausreisen zu können, oder musste man da schon Schwierigkeiten befürchten? Das waren lauter sehr reiche Mädchen, also die sind anstandslos ins Ausland geflüchtet mit ihren Eltern. Ich war überrascht, weil ich keine Ahnung hatte von dem Nationalsozialismus, weil ich ja bis 1937 in Ungarn gelebt habe und ich habe nicht in Kreisen verkehrt, wo das bekannt war. Ist das Leben ganz normal weitergelaufen oder hat es sich aufgrund der Situation, durch den Krieg, durch die Kriegseignisse, wie hat sich das dann verändert für Sie? Ja, es hat sich insofern verändert, dass ich arbeiten gehen musste und mit dem Essen war eine Einschränkung, aber ich konnte mich immer helfen, ne? Weil ich Geld genug gehabt habe. Universitätsgeschichte ist also auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte der 90 Jahre Republik. 1918 haben wir 3 Standorte von Universitäten in Wien, in Graz und in Innsbruck. Heute haben wir eine Vielzahl von Universitäten, Fachhochschulen, technischen Universitäten und so weiter, die wir hier in Österreich haben. Wir haben also von einer ganz große Studentenbildungsexplosion in den 70er Jahren rund um die Reformen auch von Bundeskanzler Kreisky. Natürlich ist die Universität also auch immer Brennpunkt von gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Das war es in der Ersten Republik, wo also hier die verschiedenen Lager aufeinander gestoßen sind. Das war es in den 30er Jahren, wo hier Nationalsozialisten und Christi-Soziale, aber auch Nationalsozialisten und Juden aufeinander gestoßen sind. Das war es in den 60er Jahren rund um Borodajkiewicz. Das war es also dann Ende der 60er Jahre, Studentenrevolution. Bis herauf heute, wo wir also diese Phänomene auch, Studentendemonstrationen gegen gesellschaftspolitische Entwicklungen, zum Beispiel eben in Frankreich, wieder sehen. Müssen wir in der Zeitung lesen, Eskalation bei Hofburg-Demo, Polizei weiter auf Fehlersuche. Haben wir nichts gelernt aus der Geschichte? Wir lernen immer aus der Geschichte. Nur die Frage ist die, wie sind Machtblöcke konstelliert? Also es heißt nicht, dass man nichts aus der Geschichte lernt, wenn gewisse Dinge immer wieder kommen. Das Erste, was man gelernt hat, ist, dass eine Öffentlichkeit nicht nur von denen, die sie für sich in Anspruch nehmen, besetzt werden kann, sondern eben auch von einer Gegenöffentlichkeit. Und dieses Bewusstsein und diese Kraft, die dahinter steckt, das ist schon mal eine große Erkenntnis. Dass man aus der Geschichte wahrscheinlich etwas lernt, zeigt sich auch daran, dass doch eine Form von Zivilgesellschaft immer wieder und auch immer stärker, wie ich glaube, in klassische Machtkonstellationen eingreifen kann. Wo wir vielleicht wenig lernen, oder das heißt wir, wo es vielleicht wenig gelernt wird, ist, dass natürlich die Form, wie mit Demonstrationen umgegangen wird oder mit Massen, immer noch eine ist, die vielleicht nicht auf die demokratischste Weise geregelt ist. Das heißt,
die Idee von Massen oder das Konzept von Massen oder die Wirklichkeit von Massen ist immer eine, die einen großen Schrecken mit sich bringt, weil man nicht genau weiß, ob man diese Massen in Anführungszeichen kanalisieren, kontrollieren oder in irgendeiner Weise auch lenken kann. Hier sehen wir ein Schulheft aus Wien im Jahr 37-38. Und anhand dieses Schulheftes lässt sich auch die politische Geschichte nachverfolgen. Normale Schreibübungen, ich sah den Wald sich färben und so weiter, dich grüße ich und so weiter. Ja, bis hin dann, ja, Sie sehen es dann hier, bis hin dann zu ein Volk, ein Reich, ein Führer, wo also hier dann auch der Anschluss 1938 dann sich auch im Schulalltag niederschlägt und hier dann die Schule im Nationalsozialismus ganz bewusst auch dafür eingesetzt wird, um nationalsozialistisches Gedankengut dann in die Schulen, in die Jugend hinein, wirklich hinein wie ein Drill hineinzubringen. Ja, dann war das Jahr 38. Da haben wir dann doppeltes Zeugnis gekriegt. Das erste haben's für... Also das war mit den Krückenkreuze und jetzt dann haben wir es gekriegt mit den Hakenkreuze. Filme, meist irgendwie, wo die Wurm drüber wegtäuschen haben können. Ja? Revuefilme, Marika Röck, Zara Leander, das waren damals die Filme. Und das war halt, und auch Propagandafilme natürlich. Mein Papa, der hat schon gewusst, was sich da abspielt. Der war ein alter Sozialdemokrat. Der war natürlich, der hat das irgendwie schon gemerkt. Der hat auch immer, jetzt kann man es ja sagen, jetzt geschichte haben ja nichts mehr. Der hat auch immer einen Sender gehört, den englischen Sender. Die haben immer Nachrichten in deutscher Sprache gebracht. Die englischen Sender und russische Sender. Der Papa ist sicher fast noch vor mir. Über ein Radio, eine Decken drüber und mein Kopf drunter, unter die Decken und trotzdem noch ganz leise aufgedreht, damit man es ja nicht am Gang raushört. Weil da ist man in Gefahr gewesen, dass einem wer angezeigt hätte und dann waren wir halt auch weg vom Fenster gewesen. Ne? 1938. Mit dem Anschluss werden also die Medien auch gleichgeschaltet und arisiert. Hier also ein Beispiel der Kronenzeitung, eine Ausgabe, noch mit dem Logo der Kronenzeitung vom 11. März 38. Dann also am 13. März verschwinden also schon diese beiden Symbole dort und am 16. März dann, wenige Tage später dann, erscheint dann die Kronenzeitung hier mit dem Hakenkreuz-Symbol. Beispiel also für die Gleichschaltung der Medien. Und so ist es also nicht nur der Kronenzeitung ergangen, sondern allen anderen Medien auch, die zum Teil verboten worden sind oder eben gleichgeschaltet und unter nationalsozialistische Oberaufsicht gestellt wurden. Hier vergleichen wir Medien zur Informationsgewinnung 1920 und 2008. Hält man heute ein Referat zum Thema New York, so ist es so, dass man sehr schnell übers Internet Millionen von Einträgen hat und dann also in kurzer Zeit diese Einträge auch reduzieren muss auf 1000 Fakten, auf 700 Fakten, auf 350 Fakten, sodass man bis dann herauf nach 10 oder 11 Tagen dieses Referat halten kann. Die Fakten reduziert auf 100 Stück. Im Gegensatz dazu 1920. Weniger Medien, die zur Verfügung stehen, längere Recherchezeit, aber der Vorgang war genau umgekehrt. Ich musste mich also von wenigen Fakten sammeln, hier heraufarbeiten, über Gespräche, Kino, über Zeitungen, Telefon, jemanden anrufen, jemanden interviewen, sodass sich die Fakten schön langsam erhöhten und ich dann, wie hier in dem Beispiel, nach drei Wochen, etwas über drei Wochen dann in der Lage war, dieses Referat zum selben Thema zu halten. Dann habe ich in Ravensburg erlebt, wie die Front näher gekommen ist. Am 18. April waren dann die Russen bei uns. Die ersten Dings, das waren die Mongolen, die sind ja nur durchgefahren. Die haben sich gar nicht aufgehalten. Und dann, hat man halt gemerkt, dass die Frauen und Mädchen, ich war damals 17 Jahre alt, dann haben wir geschaut, dass wir uns verstecken, möglichst. Möglichst, dass uns keiner findet. Dann mussten wir arbeiten gehen, zu den Russen, auf die verwundeten Pferde betreuen. Eine schiere Zeit, das war nicht schön. Gibt es noch
besondere Begebenheiten aus Ihrer Vergangenheit, die Sie also erzählen möchten, die Ihnen besonders am Herzen liegen oder an die Sie sich besonders positiv oder auch negativ erinnern? Ich habe keine negativen Erinnerungen. Ich war eigentlich mit meinem Leben zufrieden. Wir sehen also hier den Staatsvertrag. Der Staatsvertrag wurde am 15. Mai 1955 unterzeichnet und bringt Österreich die endgültige Freiheit. Das Klima der Zweiten Republik ist also geprägt von Stabilität, von Zusammenarbeit und von Konsens der Parteien. Im Gegensatz also zur Ersten Republik, wo kaum eine der Parteien auch an die Lebensfähigkeit des Staates geglaubt hat, gibt es also hier keine Diskussion darüber. Und wir sehen also, dass hier die Parteien gemeinsam dann am Wiederaufbau des Staates arbeiten, was schließlich zu dem führt, wie wir Österreich heute kennen. Hier sehen wir also den EU-Vertrag, der 1994 unterschrieben worden ist. Dieser Vertrag markiert also genauso wie die beiden anderen, der Vertrag von Saint-Germain von 1919, der Vertrag also von der Staatsvertrag von 1955, markiert also einen wichtigen Wendepunkt. Mit 1. Jänner 1995 tritt also Österreich der EU bei. Wir sehen also hier die Unterschriften. Wir sehen die Unterschrift von Botschafter Scheich, Sektionsleiter Stacher, Außenminister Alois Mock und Bundeskanzler Franz Vranitzky unter diesem Vertrag, der im Juni 1994 unterschrieben worden ist. Ich bin mir sicher, also, dass auch zum 100-jährigen Jubiläum es wieder eine Ausstellung in dieser Art geben wird. Dort werden wir aber viele Dinge vielleicht schon etwas anders wieder bewerten, weil es also dann 10 Jahre später ist und alles das, was uns jetzt noch ganz nahe erscheint, noch ganz frisch erscheint, dann schon etwas abgelegen ist und wir von einer vielleicht anderen Seite das auch darstellen können. Und ich bin dann schon gespannt auch auf den Vergleich, wie wir die Dinge in 10 Jahren sehen im Verhältnis zu dem, wie wir das heute gesehen haben. Wir waren jetzt zum Schluss im historischen Sitzungssaal. Was hat das für eine Bewandtnis jetzt mit historischen Sitzungssaal und Nationalratssaal, vor dem wir jetzt stehen? Wir haben also die zwei wichtigsten Räumlichkeiten auch hier dann im Parlament gesehen. Im historischen Sitzungssaal finden also heute noch Gedenkveranstaltungen statt oder die Angelobung des Bundespräsidenten, die Bundesversammlung tagt also dort. Im historischen Sitzungssaal sind also bis 1918 die Reichsratsabgeordneten gesessen. Heute sitzen die Nationalratsabgeordneten hier im Nationalratssitzungssaal und der historische Sitzungssaal wird heute noch verwendet für zum Beispiel die Bundesversammlung, für die Angelobung des Bundespräsidenten oder für Gedenkveranstaltungen, die im größeren Rahmen stattfinden. Ansonsten finden also die Sitzungen der Nationalratsabgeordneten hier in diesem Sitzungssaal statt. Herr Fritz, wir sind jetzt bei den Politikern hier. Eine Ausstellung über die Geschichte der Republik. Man sagt immer, man kann aus Geschichte lernen oder man sollte aus Geschichte lernen. Lehrt uns die Geschichte? Die Geschichte lehrt uns, dass wir aus der Geschichte lernen sollten. Ja, wir sehen aber auch, dass sich Dinge wiederholen oder scheinbar wiederholen. Hier gilt es also für uns als Historiker dann auch zu schauen, ist das jetzt tatsächlich etwas Ähnliches oder ist das etwas anderes, was nur vielleicht so aussieht. Wir haben derzeit also das Thema der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise und hier wird oft der Bezug hergestellt zu der Krise 1929, 30, 31, 33, die dann auch, ich sage es einmal so, zu der Katastrophe dann geführt hat, zur Katastrophe des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Ich denke also doch, dass zum Beispiel hier bei der Finanzkrise es einen ganz, ganz wichtigen Unterschied gibt zwischen damals und heute. Heute haben wir sozusagen ein gefestigtes politisches System, eine demokratische Kultur, ein Bekenntnis auch zur Demokratie, der durch die gesamte Bevölkerung geht. Das hatten wir in den 20er und 30er Jahren nicht. Hier wurde also, war man sehr offen auch für Experimente. Demokratie hat man erst ganz kurz erlebt. In Österreich gibt es Demokratie seit 1918, wenige Jahre. Und noch dazu hat vieles, das damals versucht wurde, dann nicht funktioniert. Es gab Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, Hyperinflation. Das sind also Dinge, die wir heute nicht haben. Deswegen hier der Vergleich, also wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Aber man kann sehr wohl daraus lernen. Man kann nachsehen, was hat man damals gemacht, was hat man in anderen Krisensituationen gemacht. Das ist ja nicht die erste Finanzkrise, die wir erleben. Mhm. Wir haben also hier auch wirtschaftliche Einbrüche in den 70er Jahren, auch später dann noch. Was hat man da gemacht, was hat funktioniert und was nicht. Und daraus kann man sehr wohl für heute etwas lernen. Also das würde jetzt heißen, es genügt nicht alleine Geschichte zu lernen, sondern wir müssen lernen, mit Geschichte umzugehen und die Geschichte entsprechend anzuwenden, die Erkenntnisse aus der Geschichte. Auf jeden Fall, genau das ist auch der wesentliche Punkt, weil wenn man sagt, also wir
nehmen jetzt geschichtliche Ereignisse her, so ist es immer möglich, diese Ereignisse in der einen oder anderen Richtung zu interpretieren. Wir sehen also, dass bis heute zum Beispiel rund um die Ereignisse Bürgerkrieg 1934, Februar 1934, wurde also über Jahrzehnte hinweg immer instrumentalisiert, immer sozusagen zwischen den beiden Lagern, ja, schwarz-rot, jeder hatte seine eigene Geschichtsdarstellung und Auffassung. Wir sehen also, dass sozusagen diese ideologische Spannung etwas zurückgeht. So sehen wir heuer also bei den Gedenken, dass es eigentlich sehr stark entideologisiert dargestellt wird, sondern an den historischen Fakten aufgearbeitet wird. Hier sehe ich also, dass wir auch lernen, mit diesen sehr schwierigen Themen umzugehen. Umgehen mit Geschichte zielt aber vor allem, das ist meine Meinung dazu, zielt aber vor allem, wie gehen wir damit um, um es unseren Jugendlichen beizubringen. Das sind nämlich die in 2, 3, 4, 5 Jahren wählen. Das sind die in 10, 15, 20 Jahren in Entscheidungspositionen sitzen, die vielleicht dann hier im Nationalrat sitzen. Und wenn es uns gelingt, hier Geschichte als etwas Interessantes, Spannendes und Wichtiges zur Beurteilung der Gegenwart darzustellen, dann sozusagen können wir das auch mit der Hoffnung verbinden, dass viele Dinge, die wir in der Geschichte hier in der Republikausstellung gesehen haben, so in der Form eben nicht mehr passieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Arbeit für die Jugend ist eine Arbeit für die Zukunft.